Hi, ich bin der Brian von Alphatierchen, Foto- und Videoproduktion. Willkommen zum vierten und letzten Teil meiner YouTube-Reihe zur Sony A7 S3. Wie im Titel bereits angekündigt, geht es heute darum, für wen ist die S3 die geeignete Kamera. Denn mit ihren tollen Features im Videobereich, 422 Chroma Subsampling, 10-Bit Farbtiefe, 120 FPS in 4K, habe ich alles schon in den Videos davor angesprochen, ist das ein richtiges Workhorse, also ein absolutes Arbeitstier, das für den Videobereich einfach geschmiedet wurde. Aber es ist auch eine gewisse Investitionsgröße, die man hier tätigen muss, denn die Kamera hat derzeit immer noch aktuellen Ladenpreis von 4.200 Euro, unverändert zum Listenpreis. Und nur mit dem Body allein ist das ja nicht getan. Ich persönlich werde mir keine S3 kaufen, denn für mich ist es eine viel zu große Investition zu meinem jetzigen Setup, das ich bereits am Laufen habe und das sehr, sehr gute Ergebnisse erzeugt. Und darum geht es auch heute. Die 4.200 Euro sind ja nicht alles, womit es auch getan ist. Ich muss nicht nur das Geld für die Kamera in der Hand nehmen, sondern benötige auch eine gute Videoschnittsoftware, die 10-Bit handeln kann. Ich persönlich arbeite ja mit DaVinci in der Free Version und müsste da auf die Pro-Version upgraden, damit ich das 10-Bit-Format auch ordentlich bearbeiten kann. Und das sind nochmal weitere 300 Euro. Also sind wir schon bei 4.500 Euro auf der einen Seite, was die S3 kosten würde, plus einen extrem leistungsfähigen PC, der das auch stemmen kann, diese Daten zu verarbeiten. Ich persönlich habe schon einen relativ starken Video-PC mit zwei NAND-Platten mit 1 und 2 TB, 32 GB RAM, einem Ryzen 7 Prozessor der zweiten Generation und einer GTX 1080 Grafikkarte mit 8 MB RAM. Und dennoch stößt mein PC beim Verarbeiten des 10-Bit-Footages an seine Grenzen. Und da steht auch die Frage im Raum, lohnt sich die Investition in eine S3, wenn ich YouTube-Filme mache, Image-Filme, aber auch die Kamera im Fotobereich benötige und dann doch besser zu einem Hybriden wie der M3 greifen sollte. Ich gehe hier einfach mal von meinem persönlichen Setup aus, mit meiner Kamera, die Objektivwahl, Licht, Ton und den kleinen Gimmicks rundherum, die man für ordentliche Videos benötigt. Da haben wir also die 4.500 Euro auf der einen Seite für die S3 und die DaVinci Vollversion ohne PC gerechnet und wir gehen mal davon aus, ihr habt einen recht leistungsstarken PC stehen. Jetzt nehmen wir die 4.500 Euro und schauen, was wir dafür an Equipment kaufen können. Hier habe ich mal aktuelle Marktpreise herangezogen, jeweils wenn man die Produkte neu kauft. Aber es lohnt sich durchaus, sich auch auf dem Gebrauchtmarkt umzuschauen, denn die Preise dort sind mittlerweile recht moderat, da es sehr, sehr viel Sony-Gear gibt, das man dort kaufen kann. Gehen wir mal vom aktuellen Marktpreis der M3 aus, der meistens von 1.800 bis 1.900 Euro ist, bekommt man hier schon eine richtig gute Kamera für sein Geld. Dabei gehen wir natürlich nur von dem Body aus. Derzeit bekommt ihr aber den Body bei Foto Erhard sogar für 1.577 Euro, wobei hier eine Cashback-Aktion von 200 Euro mit eingerechnet ist. Natürlich braucht ihr zum Body auch ein geeignetes Objektiv. Ich persönlich arbeite sehr, sehr gern mit dem 24-70-2.8 von Sony, die GM-Reihe. Da seid ihr aber nicht mehr gezwungen, dieses zu kaufen, da es auch recht teuer ist und es von Sigma eine richtig tolle Alternative gibt mit gutem Autofokus und sehr guter Bildqualität. Dieses Objektiv bekommt ihr schon für 1.200 Euro neu. Natürlich ist es mit dem Body und dem Objektiv nicht getan. Um gute Videos zu erzeugen, benötigt ihr auch ordentliches Licht und guten Ton. In dem hier genannten Setup gehe ich von meinem eigenen Equipment aus. In dem Fall benutze ich einen Godox VL150, den ihr bereits für 360 Euro neu erwerben könnt. Hinter mir ist ein Jinbei EF60 Mark II, den ihr für 120 Euro erwerben könnt. Um euch selbst zu sehen und die Filmergebnisse zu beurteilen, auch wegen den False Color Funktionen, empfehle ich euch einen externen Monitor. Und da könnte man schon für 160 Euro einen Lilliput A7S erwerben, der all diese Features mitbringt. Für meinen Ton benutze ich ein Rode NTG 2, das ihr für ca. 180 Euro neu erwerben könnt und ein Zoom H4n Pro Aufnahmegerät, das ihr bereits für 210 Euro bekommt. Wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, kommen wir auf ca. 3.800 Euro. Ihr seht, wir haben immer noch eine Differenz von 700 Euro und das Footage, das ihr mit der M3 erzeugen könnt, könnt ihr ohne Probleme auch mit der Free Version von DaVinci bearbeiten. Heißt, ihr müsst also nicht die 300 Euro ausgeben. Solltet ihr aber auf lange Sicht gute Videos erzeugen wollen, lege ich euch trotzdem ans Herz, dieses Programm auf Dauer zu erwerben.
Zwischen den beiden genannten Varianten liegt eine Differenz von 700 Euro. Die könnt ihr nun in der Hand nehmen, um zusätzliche Akkus zu kaufen, ND-Filter oder auch ein ordentliches Stativ. Solltet ihr nur vorhaben, Videos zu drehen, dann lege ich euch ans Herz, ein gescheites Videostativ zu kaufen. Das kostet zwar auch auf dem Gebrauchtmarkt 300 bis 400 Euro, aber dafür habt ihr auch lebenslang Freude daran. Habt ihr aber vor, die M3 mit ihren kompletten Hybridfähigkeiten auch zu nutzen, das heißt nicht nur Videos zu machen, sondern auch Fotos, dann wäre es vielleicht empfehlenswerter, erstmal mit einem gescheiten Stativ, beispielsweise von Rolei, ein C5i oder C6i anzufangen. Und selbst dann habt ihr immer noch eine Menge Geld übrig, um viel Kleinkram wie Kabel, Klemmen, zusätzliche Diffusoren oder Farbfolien zu kaufen. Kurz und knapp gesagt, kauft ihr euch die S3, erwerbt ihr einen richtigen Boliden, ein Arbeitstier, was für den kommerziellen Videobereich gedacht ist. Möchtet ihr aber ein gescheites Komplettpaket haben, wo ihr auch gleich ordentlichen Ton, Licht und das Zubehör dabei habt, dann lege ich euch die M3 nach wie vor ans Herz. Ihr bekommt hier dennoch eine richtig starke Kamera, die 4K mit 25 FPS filmen kann, HD mit 100 FPS, genau die gleiche Bauform mit sich bringt wie auch die S3, nur ein bisschen andere Knopfbelegung, aber dennoch die gleiche Ergonomie und sehr, sehr viele Vorteile aus dem Videobereich auch mit sich bringt, wie beispielsweise, dass ihr einen Log filmen könnt, einen guten Autofokus im Videobereich habt und in der Lage seid, im Nachgang auch mit dem Footage der M3 wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse sowohl von Schnitt wie auch Grading in einem Videoschnittprogramm zu erzielen. Ich hoffe, meine YouTube-Reihe zur Sony A7 S3 hat euch gefallen und hilft euch, eine Kaufentscheidung zu treffen oder auch Alternativen ins Auge zu fassen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese für euch zu erstellen. Und wie immer, ein Abo und Like beißen nicht. Wir sehen uns im nächsten Video.